Nein, du machst das ganz falsch. Oh, ich kann noch sehen. Aschnis natata. Natürlich. Oh, nee. Natürlich bist du Japaner und irgendwie hängt das jetzt schon. Halt dich ja noch. Oh, seht da, nee. Ja, ich glaube, ich sollte mal übersetzen, die ganze Story und so weiter. Bla, bla, bla. Ja, Chibius ist vom Himmel gefallen durch einen. Ach, ich fange jetzt schon wieder an zu spoilern. Ach, egal, jeder kennt das. Chibiusa fällt vom Himmel durch einen Zeitschlüssel, kommt in die Zeit von Bunny und stellt alles auf den Kopf. Und diese vier Handlanger hier wollen sie eben verfolgen und, keine Ahnung, wollen irgendetwas von ihren Zeitschlüssel oder so. Mit der zweiten Staffel kenne ich mich nicht ganz so gut aus. Aber nun gut. Klar. Ein Traum, Mann. Oh, schnuckelig. Bloß nicht. Ah, c'est un nom. Toll, dass wir schon jetzt irgendeine Scheiße labern, aber nicht mal noch, uns nicht mal noch vorgestellt haben, aber das kommt sowieso später gleich, wenn das Menü erstmal aufploppen würde. What? Das hast du nur Schko. What the fuck, Megalag. Oh, passiert. Abgestürzt. Yay. Super. Egal, Start. Wir machen einfach kurz weiter. Ein Moment mal. So, und jetzt scheiß auf die ganze Story, ist doch wurscht. Ihr habt sowieso gesehen, was jetzt abging. Also ich habe mich gerade disconnected irgendwie. Please restart ZSNS. Supi, Moment mal. Wieder ein Schnitt. Alles klar. Also weiter. Ja. So, weg. So, servus Leute, willkommen zu... Jetzt schon voller Schwierigkeiten. Nein, willkommen zum zweiten Teil von Sailor Moon. Und mit einem R. Ja, mit einem schön gekräuselten R. Und natürlich habe ich wieder mal den üblichen Verdächtigen hier auf meinem Stuhl sitzen. Den Cyrilmus Alpeo und es ist mein Stuhl. Jetzt müsste ich nur wissen, was ist. Wir haben es ins Menü geschafft, das ist schon mal was wert. Oh, mach die Zahl 3 ganz hoch. Ich glaube mal, dass es die Extraversuche leben. Den Rest würde ich mal bei 1 lassen. Oder wir haben gerade die Audio-Optionen umgestellt. Nee, dann würde irgendein Ton laufen. Aber ich glaube, ich habe auf schwer gestellt. Ach egal, dann ist das eben so. Ich würde jetzt mal vermuten, weil das hat ja mit 3 angefangen. Ich würde mal versuchen, das sind die extra Leben. Was ist das überhaupt? Dumm, dass ich nichts lesen kann. Also japanische Dingens. Diesmal nehme ich nicht die Domina-Peitsche. Ja, ich wollte Ray nehmen. Also ganz... Scheiße, ich habe die Charaktere nicht vorge... bla. Was? Oh, das ist ein Versus-Modus. Oh ne, jetzt bin ich doch die mit der Domina-Peitsche. Moment. Ah, du! Nee, komm her. Jetzt wirst du abgefotzt. Ich kann mich nicht bewegen. Komm her, Bitch! Jetzt gibt's Dresche. Ich glaube, wir sind hier irgendwie so ein Extra-Modus. Fick dich! So, jetzt... Oh, scheiße, Mann. Fuck you! Du Penner! Aha! Komm doch! Ich ja, dummer Hund lauf voll rein! Die Domina gewinnt! Super Start! Die Domina gewinnt! Kann man das irgendwie beenden? Moment mal. Oh. Oh. Nee, man kann nicht zurück. Okay, dann machen wir eben diesen Kampf zu Ende. Ich habe zwar keine Ahnung, wo wir hier gelandet sind, aber... So, jetzt fotze ich dich mal ab. Nein, wie fühlt sich das an, hä? Ah! Wie schießt man? Ach so. Wir machen so eine Schießschlacht. Nein, geh weg. Geh doch so immer weg. Da! Wow, Leck! So. Der Leck, ja, faule Ausrede. Nein, die Domina muss gewinnen. Die Domina muss gewinnen. Ich hoffe, das ganze Spiel handelt nicht davon, weil ansonsten... Dann kann man noch was anderes machen. Moment, lass mich mal kurz die Steuerung austesten. Wow. Ich kann dir so... Ja, voll. Warte mal, was ist das denn? Das ist X? Ja, habe ich auch schon gemerkt. Wie X aus? X, nicht A. Ich will dich verbrennen. Komm her. Was? Ich glaube, X ist ausweichen. What the? Guck dir das an, wie du brennst. Der Gesichtsausdruck, der ist Gold wert. Komm her! Nein! So!
So, dieser Kick ist richtig geil. Aber das Gute ist, jetzt können wir mal testen hier. Wow, wie du abfackelst. Moment, ich wollte ja die ganze Zeit immer ausprobieren, was X ist, du Mongo. Das lässt sich ja nicht mal ausprobieren, du. Achso, das war wahrscheinlich so ein Versus-Modus. Ja. Ich glaube, links oben ist der Story-Modus. Zwei Spieler. Natürlich. So, jetzt kann ich die Charaktere auch sagen. Die üblichen. Jetzt willst du nicht Start drücken, weil wenn du Start drückst, dann wählst du für uns beide aus, wie ich eben festgestellt habe. Echt? Ja, ich habe nichts gedrückt, aber du hast Start gedrückt, deswegen hatte ich meinen Charakter fest. Ja, Minako Aino, Amy Mizuno, Bunny Tsukino, also Usagi, Rei Hino und Makoto Kino, also Sailor Venus, das was er im ersten Teil war, Sailor Merkur, Sailor Moon, Sailor Mars und Sailor Jupiter, die ich im ersten Teil war. Dann müssen wir einen der inneren drei nehmen. Wir dürfen jetzt nicht was aus dem letzten Spiel nehmen. Ich sehe gerade, Guitarist Simon ist online. Pech für dich, Simon, alter Kumpel, aber ich nehme gerade auf. Muhaha. Und ich habe ja gesagt, dass ich im, also ich habe im ersten Teil gesagt, dass ich im zweiten mit Rei spielen werde und genau das werde ich auch machen. Also muss ich jetzt zwischen den beiden hin und her wählen? Keine Ahnung, wähl was du willst. Von mir aus kannst doch du Makoto sein. Nein. Weil ich habe mir gedacht, sonst wir müssen etwas abwechseln. Nimm Amy, dann sind wir Feuer und Eis oder, ja, Feuer, gut, ich mach so. Oder Feuer und Wasser. Bist du bereit? Feuer und Wasser. Wenn ich nur Japanisch sprechen könnte. Ach, brauchst du nicht. Ich zeig hey, du! Ich zeig mit dem Finger auf dich. Irgendwie ist es eine sehr komische Krüppelhand gerade. Ja, weil die so ihre Finger gehalten hat. Ja, so den kleinen Finger so ein bisschen abstehend oder so. Siehst du, meine Hand ist viel besser. Deine Hand ist besser. Ja, meine Hand ist besser. Ich habe schon mal gewonnen. Meine Hand ist einfach besser. Ja. Ich finde Rei aber hübscher als Amy, also. Ist das die Ingame-Grafik oder wie? What the fuck? Schon wieder leck. Was zum Geier? Ich drück hier auf meinen Dingens herum wie ein Bekloppter. Das nervt. Moment. Damit dieser Sound nicht ewig stört. Ja, und jetzt? Das ist dumm. Moment, ich mach mal einen kurzen Schnitt. Alles klar. So, wieder da. Wir müssen doch erstmal das Escape-Dingens wegmachen. Was? Skype? So. So, hoffentlich jetzt ohne Schwierigkeiten. Hoffe ich auch mal. Fängt ja schon mal super an. Wow, du wirst fertig gemacht hier. Was? Ich werde schon fertig gemacht und dann haben wir uns wieder desynchronisiert. Oh, wie ich den auf die... Hast du das gesehen? Moment. Da! Wir haben uns desynchronisiert schon wieder. Weil du wirst gerade bei mir fertig gemacht und ich bin Spieler 1. Supi! Oh Mann. Schnitt. So, Leute. Ja, wissen wir alles. Wieder zurück. Nach zigtausend Problemen. Und wenn das jetzt wieder haken wird bis zum geht nicht mehr, dann lade ich das hier einfach als Fail-Video hoch. Dann ist das mir egal. Wow. Guck mal. Yeah. Scheiße. Jetzt guck mal auf mich. Das zockt Lebensenergie. Scheiße, aber es sieht geil aus. Meins sieht geiler aus. Sieht das gar nicht. Yeah. Moment, wo schießt man? Auch so. Nein, lass mich in Ruhe. Ich will nicht knutschen. Ja, da. Geh fliegen. Hey, what the fuck? Wir können uns gegenseitig greifen? Los, schmeiß dich auf sie. In den Nahkampf. Na los, stürm sie. So kann ich dich immer in die Gegner reinschmeißen. What the fuck? Hast du das gesehen? Was denn? Ich sah gerade voll aus wie ein Grafikfehler. Das passiert mir auch manchmal. Ja. Aber das liegt einfach an deiner Krüppelhand. Komm her! Attacke! Geil, das war eine super Kombo. Ich fotz dich ab. Schlagen wir uns gegenseitig nach vorne. Wow! Akrobaten! Das können wir auch. Böse Akrobaten des Todes. Ach ja, das können wir auch. Komm her, ich demonstriere es. Wow! Wie du mich einfach durch die Gegend schleuderst. Ey, grabsch uns nicht an. Wow! Ich drücke immer den falschen Knopf, ich Idiot. Komm her! Uiuiuiui. Wie der Typ wegbrennt. Und? Eisattacke! Okay. Die da oben ist eine Attrappe. Da nimmt er dieses komische... Wow, nimmt er dieses komische Hörnchen. Nicht du! Du nimmst dir! Nicht der Gegner. Ich halte sie dir vom Leibe. Hörnchen! Lecker, lecker. Nein! Lass mich los! Oh, wieder mega leck. Sagt nicht, es klappt wieder nicht.
Leck mich doch, Spiel! Fängt doch super an! Nee, weißt du was? Ich glaube, das wird heute nichts mehr. Ich werde versuchen. Was ist denn heute los? Ich werde versuchen, irgendeine andere ROM aufzugabeln und das hier wird einfach ein Let's Fail-Part. Punkt. Na gut. Willst du noch was sagen? Sehr schön monotoner Ton. Wart's nur ab, Sailor Moon. Wir kommen wieder. Wir lassen uns nicht von dich bis. Von dich vor allem. Wir lassen uns nicht von dir besiegen. Aber ich habe eine schöne Luftpose. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.